Er ist es, der quasi im Alleingang die Linken zu einer fortschrittlichen Suchtpolitik gemacht hat. Es ist mir ein sehr großes Vergnügen, Frank Tempel von den Linken hier auf der Hauptwerkkundgebung zu begrüßen. Einen dicken Applaus bitte. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr einem Kriminaloberkommissar zuklatscht, der weit über 500 Anzeigen im Bereich des Betäubungsmittelrechts geschrieben hat. Laut Gesetzesauftrag. Und genau das ist das Problem. Wir haben eine Bundesbeauftragte, das spricht für Kompetenz, Marianne Mottler, Marlene Mottler. Ich weiß nicht, genau wie sie heißt, ich bin so sehr bekannt. Die tritt aber mittlerweile auf internationaler Bühne und auch im Bundestag mit der Aussage auf, dass Cannabiskonsumenten in Deutschland nicht kriminalisiert werden. Also ich weiß nicht genau, warum ihr hier seid. Cannabiskonsumenten werden laut der Bundesregierung in Deutschland nicht kriminalisiert. Jetzt komme ich aber genau mit der Berufserfahrung eines Kriminalpolizisten in den Bundestag. Mein Auftrag war es, da könnt ihr gut zuhören, bei Tüten mit Restanhaftung von Cannabis eine Strafanzeige zu schreiben. Mein Auftrag war es, in solchen Fällen Wohnungen zu durchsuchen, Personen zu durchsuchen. Wenn jemand einen Eintrag hatte im polizeilichen Register wegen 29 BDMG wegen einem Cannabisdelikt, dann hieß das, er wurde komplett durchsucht. Dann hieß das, er war jedes Mal im Fokus bei jeder Verkehrskontrolle, bei jeder Personenkontrolle. Das ist nichts anderes als die Kriminalisierung von Menschen. Und zwar in einem ganz besonderen Fall. Es gibt kein anderes Deliktsfeld, wo bei einer potenziellen Selbstschädigung, also einer möglichen Selbstschädigung in Zukunft mal, eine Strafandrohung erfolgt. Es gibt kein anderes Phänomen. Im Bundestag gibt es unheimlich schlaue Argumente. Da sitzt die geballte Kompetenz unserer Gesellschaft. Und da hört man solche Argumente wie, ja, Mord ist ja auch nicht zu verhindern durch Verbote und trotzdem ist es verboten. Meine Damen und Herren, Cannabis ist kein Delikt. Cannabiskonsum, wo irgendjemand anderes geschädigt wird. Sondern hier geht es um ein Verhalten, wo man für seinen eigenen Körper verantwortlich ist, wo man klug entscheiden sollte, was man macht, aber wo man niemandem schadet. Wenn die Bundesbeauftragte heute bei UN-Konferenzen, bei Sitzungen des Gesundheitsausschusses im Bundestag steht und sagt, Konsumenten werden gar nicht kriminalisiert, dann heißt das nichts anderes, dass aufgrund eures Kampfes ihr mittlerweile die eigene Politik peinlich ist. Sie schämen sich mittlerweile dafür und wissen nicht, wie sie aus dieser Nummer rauskommen. Denn natürlich gibt es starke Vertreter, die ein riesengroßes Problem damit haben, wenn Cannabis legalisiert wird. Ich erinnere da mal ganz deutlich an die medizinische Verwendung. Wer ist denn der größte Feind der medizinischen Verwendung von Cannabis? Das ist natürlich die Pharmaindustrie, die überhaupt keinen Grund damit hat, dass es eine Heilpflanze gibt, die man im Blumentopf selber anpflanzen kann, wo man zum Heilpraktiker gehen kann und wo Paracetamol, Geronica, Ibuprofen und alle anderen Sachen verschwinden könnten zu den zweiten Teilen. Und das ist natürlich ein Problem, wo wir sehr genau hinschauen müssen, wer von wem beraten wird und wer wessen Meinung vertritt. Entwicklung betrachten. Es ist ja von Jahr zu Jahr passiert ja wirklich mehr. Und ihr habt hier schon ein paar Mal richtigerweise gesagt, wir stehen kurz vor der Legalisierung. Das glaube ich auch übrigens. Hat sich eine ganze Menge getan. Aber deswegen nochmal ein deutliches Dankeschön an euch. Wir können in den Ausschüssen, in den Parlamenten strampeln, wie wir wollen, wenn kein Brot von der Straße kommt. Wenn die Leute nicht beim Kurbel Marihuana-Marsch, bei der Handparade wirklich da sind und darüber auch berichtet wird, dann werden wir keine Chance zur Veränderung haben. Dann wird es wie in den 90er Jahren sein, dass auch das wieder einspielt. In den Medien wird immer berichtet, Cannabis ist jetzt als Medizin endlich möglich. Es gibt Veränderungen. Es ist eingebracht in den Bundestag. Es ist immer noch nicht durch. Es gibt immer noch Unionspolitiker, die natürlich ihre Berater haben und so manche im Industriezweig, die sagen, wir müssen uns das noch mal genauer angucken. Da ist die Pharmamedizin, die sagt, die medizinische Reinheit von Cannabis kann nicht ausreichend gewährleistet werden. Also auch dieser Kampf ist noch nicht gewonnen und deswegen kämpft nicht nur für die Legalisierung, sondern kämpft für die Hunderten oder gar Tausenden von Patienten, die Cannabis sehr, sehr dringend als Medizin brauchen. Ich nutze Facebook als Kommunikation sehr viel, habe viele Diskussionen, leider schaffe ich nicht mehr alles zu beantworten. Und viele Patienten schreiben mir fast täglich,
ihre Geschichte und das ist nochmal eine andere Nummer, nochmal ein anderes Herzensthema für mich als Cannabis, als Genussmittel. Weil hier stehen viele, viele schlimme Schicksale auf dem Spiel und in meinen Augen ist das nach wie vor unterlassene Hilfeleistung durch den Staat, was hier betrieben wird. Dieser Kampf ist zuerst zu gewinnen, die Vorlagen dazu sind im Bundestag durch und es ist eine Riesensauerei, nachdem ein Jahr lang diese Vorlagen angekündigt wurden, bis sie endlich eingebracht wurden, ist jetzt ein weiteres halbes Jahr vergangen, ohne dass es zu einer abschließenden Lesung kam. Also auch dieser Kampf ist noch nicht gewonnen. Herr Ströbel hat gerade gesagt, wir wollen noch in dieser Legislatur Cannabis legalisieren. Meine Aufgabe im Parlament ist es, die Wege zu suchen, wie das geht. Also der Druck von der Straße ist die notwendige Voraussetzung, aber das Betäubungsmittelgesetz ist ein Bundesgesetz, was auch verändert werden muss. Also ohne die Veränderung wird der Polizeibeamte weiter sagen, Besitz und Erwerb von Cannabis ist strafbar. Anbau von Cannabispflanzen ist strafbar, das steht so im Gesetz. Und deswegen müssen wir Änderungen erreichen. Und da sage ich euch ganz deutlich, ich bin da kein großer Lokalpatriot, was eine Partei angeht. Eine Partei alleine wird das nicht verändern. Aber die Palette derer, die das unterstützen, ist sehr viel breiter geworden. Also wenn da von drei Parteien die Rede ist, ich weiß, dass ich sehr genau mit der Ströble und Co. bei den Grünen gut zusammenarbeiten kann, aber dass auch die noch nicht alles gewonnen hat, wenn ich nach Baden-Württemberg gucke. Ich weiß, dass ich als Linker ganz viel Unterstützung habe, den kompletten Parteivorstand, die komplette Fraktion. Aber wenn ich nach Brandenburg gucke, weiß ich, dass ich auch da noch nicht alles gewonnen habe. Berlin ist da sehr viel weiter. In Berlin habe ich mit die größte Unterstützung neben Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bei Berlin und natürlich auch bei den Thüringern. Wenn wir also etwas erreichen wollen, müssen wir die Union aus der Regierungsverantwortung kriegen. Denn das sind die Grenzkürzer und egal in welcher Konstellation, ob Schwarz-Grün oder Konstellation, in einer großen Koalition, mit der Union wird es keine Veränderung geben. Das heißt, die müssen raus, dann können wir das Gesetz verändern. Da die aber immer noch drinnen sitzen, gibt es einen weiteren Weg. Viele Bundesländer, wenn ich an Thüringen denke, wo über Modellprojekte nachgedacht wird, wenn ich an Bremen denke, wo der Anbau von Cannabispflanzen legal sein soll, wenn ich an Schleswig-Holstein denke, wo die geringe Menge erhöht werden soll. Viele Bundesländer wollen etwas machen, aber die Bundesregierung bremst mit ihrer Frau Mordlader an der Spitze und deswegen gibt es andere Wege. Deswegen fordere ich die Bundesländer auf, über eine Bundesratsinitiative sehr schnell etwas bei einzubringen, dass tatsächlich noch in dieser Legislatur der Bundestag sich mit der Legalisierung von Cannabis beschäftigen muss und Cannabiskonsumenten endlich tatsächlich entkriminalisiert werden. Ich habe zu dem Thema mittlerweile gut 200 Veranstaltungen gemacht. Die häufigste Frage ist, wir reden so lange darüber, wann passiert endlich was. Und das heißt, die Parlamente müssen jetzt auch mal der Kompetenz von der Straße folgen, denn die ist hier vorhanden und entsprechende Vorlagen im Gesetz nicht nur beraten, sondern auch umzusetzen. Im ZDF-Videotext habe ich heute gelesen, es ist ja wichtig, dass die Medien beraten. Aber es ist schon mal toll, dass da drin steht, dass eine Hanfparade stattfindet in Berlin mit einigen tausend Teilnehmern. Ich hoffe auch, es werden nachher noch mehr. Aber da steht dann zum Beispiel drin, dass die Grünen, also einige Politiker von den Grünen sogar das Ganze unterstützen. Leute, das ist mittlerweile wesentlich mehr. Und da sage ich auch als Linker mal, es gibt sehr gute Leute bei der SPD, die an dem Thema arbeiten. Da gibt es ein Arbeitspapier, das heißt Regulierung statt Repression. Das ist genau der richtige Weg. Es gibt Jungliberalen, die regelmäßig auf Veranstaltungen mit dabei sind und mitkämpfen. Es gibt immer noch ein paar Piraten, die mit dabei sind und mitkämpfen. Und es gibt, da könnt ihr staunen, es gibt die Ersten bei der CSU, die durchaus in internen Veranstaltungen sagen, dass sie davon ausgehen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Unsinn mit dem Cannabis aufhört. Und mit all denen bin ich bereit, zusammenzuarbeiten, wenn wir im Bundesgesetz die Änderungen die notwendig sind, hervorrufen. Das wäre im ersten Schritt neben der medizinischen Verwendung von Cannabis, dass wir auf alle Fälle erstmal ändern, dass es bei geringen Mengen von Besitz und Erwerb von Cannabis keine Strafanzeige mehr gibt. Das muss ins Gesetz rein. Also nicht nur irgendwo, dass es dann Gerichte entscheiden können und wieder einstellen können, sondern wenn ich mal wieder bei der Polizei sein sollte und jemand hat 7 oder 8 oder 10 Gramm Cannabis bei, dass ich dann nichts mache, dass ich nichts mehr beschlagnahme, keine Strafanzeige mehr schreibe. Und diese Änderung, die kann heute sofort ohne weiteres umgesetzt werden. Und dann können die Bundesländer sagen, dann kann Berlin sagen, dann bekommt es genehmigt. Wir in Berlin machen Coffeeshops, dann kann Thüringen sagen, wir machen Cannabis-Sozialplatz.
Dann kann Bremen sagen, wir machen den Eigenanbau von Cannabis. Dann kann Hamburg sagen, wir machen alles beides. Dann kann man überprüfen, was passiert denn in unserer Gesellschaft, wenn plötzlich das Produkt kontrollierbarer wird, wenn man plötzlich Jugendschutz machen kann, wenn man plötzlich Verbraucherschutz machen kann. Dann wird man feststellen, dass die Welt nicht untergeht. Und dann kann man Cannabis richtig legalisieren und mal ganz nebenbei, dann kann man auch über andere Teile des Betäubungsmittelrechts reden. Und dann kann man beweisen, dass all das, was an Vorurteilen unterwegs ist, nämlich falsch ist und dass wir durchaus andere Wege in der Drogenpolitik gehen können, ohne dass jeder Cannabis gut finden muss. Aber man kann ganz anders in der Gesellschaft damit umgehen. Und deswegen möchte ich zum Schluss, ihr guckt immer so in den USA, wir sind ja nun nicht gerade meine Lieblingsfreunde. Es gibt international ein Modell, was mir deutlich besser noch gefällt und was ich denke für Deutschland auch zukunftsträchtig sein kann. Der Gesundheitsausschuss hat sich mit der Drogenpolitik in Uruguay beschäftigt. Und da sage ich euch mal, wie das dort jetzt geregelt ist. Bis zu 6 Pflanzen kann jeder nach Anmeldung selbstständig anbauen, ohne dass ihm irgendetwas droht. Das ist legal. Bis zu 6 Pflanzen. Wenn er das nicht möchte, es gibt nämlich Leute, die haben keinen grünen Daumen, da geht die Pflanze ein und gucken sie dumm aus der Wäsche. Ja? Deswegen gibt es heute Cannabis Social Clubs. Aber die waren schlau in Uruguay. Die haben gesagt, wo ist denn in Spanien zum Beispiel das Problem? Nicht kontrollierbar, zu viel, 400, 500 Leute. Also hat man Uruguay gesagt, wir machen Cannabis Social Clubs, das ist der richtige Weg, aber nur bis 45 Leute, dann haben wir zwar noch mehr Clubs, aber diese Clubs sind überschaubarer und wir wissen genau, was da ist, welche Pflanzen, welche Qualität, mit welchem Wirkstoffgehalt und welche Leute da rein und rausgehen und das Ganze wird. Jetzt hat man aber festgestellt, ein Anbau Cannabis Clubs und immer noch gehen welche zum Schwarzmarkt. Also auch wollte man das sehen. In Uruguay war das Ziel, die Leute vom Schwarzmarkt wegzubringen. Dass sie ihr Geld nicht mehr an die Mafia bringen, sondern dass das Geld ganz normal in einem normalen Umlauf ist und dass man über die Steuermittel eventuell sogar noch die Prävention und die Suchthilfe stärken kann. Dass Menschen von dem Dreck, der auf der Straße gekauft wird, wegkommen und zumindest, wenn sie schon Cannabis konsumieren wollen, saubere Substanzen konsumieren. Also hat man gesagt, man braucht doch so etwas wie einen kommerziellen Handel. Und deswegen kann seit diesem Jahr in Uruguay jeder Monat nicht bis zu 40 Gramm Cannabisprodukte kaufen. Das heißt, es gibt 3 Modelle in Uruguay. Es gibt den Cannabis-Club, es gibt den Eigenanbau bis 6 Pflanzen und es gibt die Möglichkeit, bis zu 40 Gramm im Monat einzukaufen. Und zwar auch besser als in Holland. Man kann das einmal kaufen, nicht von Shop zu Shop rennen und dann an Minderjährige weitergehen. Es ist kontrollierbarer, der Konsument ist abgesichert, er macht sich nicht strafbar, niemand nimmt mehr sein Zeug weg. Es geht international. Und ich sage euch, was in Uruguay möglich ist, das muss auch bei uns möglich sein. Die Ausrede, wir sind an internationale Verträge gebunden, ist einfach eine Lüge. Wir haben das auch geprüft, verfassungsrechtlich. Deswegen lasst uns die Änderung beibringen. Wir müssen gar nicht mal auf die Bundestagswahl warten, sondern über die Bundesländer ist das heute schon möglich. Die Bundesländer, die alle darüber reden, müssen endlich den Mut haben, eine entsprechende Regelung einzubringen. Die medizinische Verwendung von Cannabis ist auch über den Bundesrat in den Bundestag getragen worden. Das ist nicht so, dass die Bundesregierung plötzlich munter geworden ist, sondern vor anderthalb Jahren gab es im Bundesrat eine Entscheidung, dass die Bundesregierung sich damit beschäftigen muss. Und das machen wir jetzt auch mit der Legalisierung, mit der Entkriminalisierung des Cannabiskonsumenten. Und dann schauen wir, dass es 2017 eine Bundesregierung ohne die CDU wird, die das ganz endlich dann in Gesetze gießt und damit euer Kampf endlich gewonnen ist. Und dann werde ich mit Franz Ströbele gemeinsam sagen, das Hanf ist freigegeben. Danke, Frank Tempel. Auch den könnt ihr im nächsten Jahr wieder in den Bundestag wählen, damit er 4 weitere Jahre für euch Politik machen kann.